Sag mal, wir fahren jetzt nach China. Sag mal, China. Nee. Sag mal, China. Nein. Einmal. Ich zeig's dir auch. Doch. Sag mal, China. Hallo, Sunny. Sag tschüssi, bis gleich. Sag tschüss. Super. Setzen und dann machst du mal kurz einen Film. Du nicht Sunny, meine Schwester sitzt dort. Meine Schwester sitzt dort. Ja, nein, lass die Oma raus. Ich habe auch so viele Schwestern. So, wir sind 10.000 Meter, 89 km/h Schnee. Haben schon 8.200 Meter hinter uns. Und alle haben sich super geschlagen. Jetzt gucken wir, wo es hingeht. Wir sind kurz über Peking und landen in einer Stunde in Shanghai. Excuse me, please. Was denn? Ich komme. Willst du dich rübersetzen? Sei nicht schnell so. Ja. Ich komm. Kommst du hier drüber? Ja, ne? Begann. Also ich weiß
Joe, du alter Kletterer. Oh. Joanna, das ist ein Mountain, das ist eine große Stadt. Ja. Joanna, setz dich mal hin. Das ist doch so okay. Du willst aber sehen, ja? Schön. Zeit in Shanghai. Und was heißt das? 10 plus 7? Wie spät ist es denn? Tous les passagers doivent remplir.
schalten die Formulare ab, wenn die ab. Ich ausgemacht. Guck, Papa, seien Sie es auch aus. Nein, das haben wir nicht für mich natürlich schon wegen meiner Ordnung. Also, als ihr jetzt kommt, sorry for your time, train in China. Every passenger on board needs to fill out two forms. Zwei Formulare. Ich muss jetzt alle Formulare ausfüllen. Ich muss alle Immigration-Formulare ausfüllen. Das ist schön, aber jetzt zu dumm. Ihren Zahn verloren heute Nacht. Und wie lebt sich ohne Zahn? Nicht. Das ist cool, ne? Das ist besser, als wenn so ein Ding da rumhängt. Du mal da unten, siehst du den großen Fluss? Das ist doch ein Fluss, oder? Oder ist das eine Erdgasstrasse? Ist das die Mauer? Ist das auch nicht, ne? Nein. Das ist ein Fluss. Ja. Ein Stempel. Mauer ist es. Mauer ist es. Da eingefallen, siehst du es?
je. Schon ein Flug vorbei. Jetzt geht's raus, gucken, was da abgeht. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés. Das sieht komisch aus. Aéroport. Il est 17h10 en heure locale, la température est de 14 degrés. Votre sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. À l'arrivée à notre point de stationnement, nous vous demandons d'ouvrir les coffres de bagages avec précaution afin d'éviter la chute d'objets. Okay, ein bisschen internationales Feeling kriegen wir dann hier schon mit. South Korean. Emirates, Korean. Kenn ich nicht. Ist auch eine Emirates. Ist halt scheiß Wetter gerade. Ne? Sonne ist gerade weg. Sieht keine Stadt so heftig gut aus. Und trotzdem, die Vorstadtdörfer hier, das war ja wirklich nix. Okay, türkisch. Irgendwie doch nicht so viel los. Aber es geht da drüben noch weiter. Eine Lufthansa sogar. Okay, Air France and the Sky Team, Allianz Worldwide, we wish you a very nice day. Bye-bye. Was? Es regnet nicht. Nee, nee. Es sieht nur so aus, so duselig. Aber regnen tut's nicht. Sorry. Sandy, wir gehen gleich. Warte mal. Das ist Shanghai. Kimi? Bisschen Waschig aus, ne? Muss man da sie tatsächlich. Mach dir mal ein paar Bilder, dann kann man es mal vergleichen mit denen, die ich gemacht habe vor 6 Wochen. Da waren wir schon. Die Sannis mit der Kim da lang. Na, du bist denn so. Wahnsinn. Na komm, jetzt fahren wir mit dem Schiff erstmal über den See. Jetzt fahren wir erstmal mit dem verdammten blöden Schiff über den verdammten blöden See. Wow, wow, wow. Guck mal, wie viele Hochhäuser da noch kommen auf der anderen Seite. Das ist ja absolut krank. Wie will? Hallo Joe, sag mal hallo. Die Joe ist jetzt im 88. Stopp. Und hier ist zu dunkel. Echt? Das ist ja gar nichts. Das gibt ein schönes Hintergrundbild. Wir sind schon fast zu Hause. Na, der hat so große Füße, Hilfe. Ach, der ist wieder Basketballman. Ulaanbaatar, da sind wir hergekommen. Auch in die Mongolei.
Hallo Sally. Hallo Sally. Ich will sogar ein paar Briefmarken kaufen. Aha. Postcards. Hallo Mama. Hallo. Wo ist Kimi da? Hier. Hey Kim, kauf mal ein paar Postkarten, können wir schon welche schreiben. Jetzt da drüben, diese kleinen Tümpeldinger, ne? Das ist diese goldenen Tümpeldinger, die man ja. Super. Schön, gell? Die Stadt ist riesig. Leider ist es heute riesig und wir können gar nicht so weit gucken. Wahnsinn. Immer noch 1230. Ola, ola. Hotel. Siehst du das Haus mit der goldenen Spitze? Ja. Das ist an dem Palmsen. Das Hotel muss noch ein Stückchen links sein, aber ich glaube, man sieht es nicht von hier. Okay. Also da zu rum ist schon geil mit dem Pool. In dem Garten. Ja, da hinten. Warte. Und die ja. Also dahinter, das muss ein bisschen gelb dran, das ist nagelneu. Ja. Da sind aber die Kameras im Wechsel. Okay. Und wo ich gewohnt habe, ist die da. Der rosane, dieser. Unten rosa und oben so orange. Ja, okay, ja, ja, ja. Guck mal, da steht irgendwo ja. Eine jetzt schon. Was wollen wir? Da eine Uhr, die sei nicht toll.
Shanghai 50 块。呜，拜。Okay, dein Geld. So, da wird gerade schnell die Cola weggeputzt. Die Mama! Da kommt meine Arme. Und wir haben alle schon einen Höhenkoller. Yeah. Jetzt zeige ich euch mal ein ganz, ganz tolles Hotel. Hotel. Leute zu essen gibt. Die Töpfe sind glaube ich noch leer. Jemand. Genau so sieht das von hier oben aus. Hallo. Hi, Kimi. Mama, die Haare, die fliegen immer so rum. Das ist so bei langen Haaren, Kim. Bist drauf? Ja, die Teller sind noch leer. Ich hab's noch. Besser aus. Ja, natürlich riesig. Was immer das? Ja, was? Nicht so rüberkommt wahrscheinlich. Dann gehen wir runter mit mir. Ja. Wer hat ein paar Stunden gefahren? Also, ey, Sani, geht das da tief runter? Kommen wir mal los. Mama, guck mal! Was denn? Da wäre! Eine Müllbett. Man kann hier auch im Wasser schwimmen. Ja. Da laufen wir noch ein Stück hoch. Der sitzt dort einfach. Auf der Kante sitzt das Kind. Dann die da, siehst du? Ja. Über dem roten Dach, das aufhört. Hier vorne gleich. Ach da, jetzt das. Sehr gut, sie haben ja alle schwarze Haare. Ja, komisch eigentlich, oder? Auch die ganz eigenen, alle schwarze Haare. Muss ich sagen? Und so sieht hier das Wasser aus. Mietje, Matje, Kletje, Braun. Warum haben die alle schwarze Haare? Weiß nicht, die haben halt keine Gene, dass die graue Haare kriegen. Kimi, ich kann es dir nicht sagen. Fernsehtour. Weiß. Ja. Ja. Thank you.
nicht, Lenzo? Ich habe auch noch einen gekauft. Ich den auch. So sieht genauso aus. Tolle Antwort. Oh, ich bin endlich beim Ding. Wo? Wir gehen nicht ins Hotel. Das geht jetzt unter dem Fluss durch. Aber geht nicht in den Ohren. Aber geht nicht in den Ohren. Dann müssen wir jetzt die Batterie reinmachen. Guten Morgen, es ist Karfreitag in Deutschland. Und nur Freitag in Shanghai. Und wir stehen hier an einer vielbefahrenen Straße. Da hinten ist der Jin Mao Tower, den haben wir gestern schon gesehen. Und da hinten geht's zur Altstadt. Und den seinen Job will ich nicht haben. Hm.
Hallo. Nein, Mensch, die kippen ja einfach in die Fußballhalle. Nada, 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 nada. Da war es ein ziemlich neu, der neueste, was da mittlerweile. Mit den Kiddings kommt man gar nicht vorwärts, gell? Sind das im Eintritt verlangt? Es sieht aber wirklich anders da aus, gell? Das wird voll blöd, wenn ich sage, ich will da halten. Keiner mehr an. Ich hole euch noch mal Nuggets. Aha. Zieh, dann kriegst du noch Nuggets, oder? Ja. Ja. Nein, da gibt's auch für Chickenbrötchen und so, ne? Ohne. Willst du einen Bomber zu? Einen Bomber, einen Cheeseburger? Mit dem Chinesen? Ja, ja. Das ist jetzt mitten in Shanghais Altstadtviertel. Das ist eigentlich der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Dann laufen wir erstmal weiter. Oh mein Gott. Sweet Chinatown. Jetzt kaufen wir Mama erstmal schon eine Schuhe. Muss man aber die Zähne anpacken. Thanks. I see. It's cool. Yeah. I come back. Also, du musst es jetzt sagen.
Okay, da rein. Mama. So, komm. Dann kriegt die Bella geschenkt. Mama, dann kriegt die Bella geschenkt. Ich geh mal da was zu essen holen, Fuchs, ne? Okay. Okay. Haben uns hier am Band. Hab ich hier, Joe, hab ich hier. Der ist so schwer. Ey, lass mir die Melone auflaufen. Was machst du da? Okay. Wenn du unbedingt willst, Moni, weißt du? Ich gebe weiter. Ha? Kick, kick! Ich habe heute noch keinen PC getragen. Ja, ess erstmal die Melone auf, Schnucki. Was hältst du denn davon? So, gib her, Moni, das. Ja, oh, hat sie schon wieder weggenommen. Ah, diese Frau. Mh, diese Frau. Die riesen Kameras, die überall haben, ne? Ja. Big Brother's watching you. Hello, sir. Our tanks we shall understand in the law. Very nice. Okay. I return. Yeah. Den Scheiß meine ich, das ist wirklich cool. Hm. Oh, die Kaiser. Die Kaiser von China. Genau. Mal so einen komischen Flieger. Wo? Was für ein Touchdown?
Da ist er mein Bleibegeier. Der hat 10 Euro mehr gekostet als bei uns. Ja, in dem Spielzeugladen, wo wir zuerst hier gegessen haben vorgestern. 10 Euro mehr, also 799 oder so. Wir haben 69 Euro gezahlt. Und dafür 2 gekriegt. Ich habe aber von dem anderen nur die Hälfte gegeben. Ja, den einen hast du zurückgegeben. Ein Akku haben wir noch. Aber nur die Hälfte. Da fliegt die andere Hälfte. Ja, naja, ist schon geflogen aber dann. Aber wir können auch keine Garantie, dass man mir einfach nach meiner Fehde ist dann zugemacht. Ah, ja. Zugemacht. Ja, ist jetzt ein Esprit drin. Es gibt keinen Spielzeugladen bei Erfurt. Aber im unseren Shopping-Wahnsinn entflohen. Und da haben wir einen so schönen kleinen Park gefunden. Die Joe und ich. Hallo Joe. Und da hängen wir jetzt hier ein bisschen rum. Leute, kleine Kinder spielen Fußball. Man darf nicht über den Rasen laufen, das haben wir bis jetzt noch nicht gewusst. Aber jetzt wissen wir das. Und da drüben ist dann schon der Fluss. Ich weiß es aber gar nicht, jetzt sind wir auf der Bundseite, ne? Da wo der Bund ist, da wo wir gestern schon waren. Guck, da drüben ist ein Klettergerüst, Joe, siehst du das? Da drüben, da ist ein Tea-Room. Da können wir mal hingehen, das ist eine coole Idee. Da ist ein Tea-Room. Da steht groß, siehst du die Kanne da auf dem Schild? Tee? Die Kanne. Da ist Mama. Wo ist die Kanne? Los, das Klettergerüst. Dahinter. Warte ich mir noch und ruhig halten kann. Was meinst du denn? Ich glaube, das Lehrgerüst ist da hinten ist. Wow. Das kriegt doch schon noch besser hin, oder? Oh, Papa. Yes, Sir. Papa, wir können mal bei dem Baum klettern. Was? Kann man bei dem Baum klettern? Ich denke schon. Ich denke, dass das ein Kletterbaum ist. Muss es echt durchhalten können. Ist gar nicht so einfach. Ist gar nicht so einfach. Walter, ist das erholsam? Du hast auch no entry gehört? Ich hab gar nichts gehört, ich verstehe kein Englisch, wenn ich nicht will. Ich war was davon gehört, was das heißt? Nee. Nicht über den Rasen laufen. No entry heißt also nicht über den Rasen laufen. Du hast ja gut aufgepasst. Was ist denn da?
UFO. Hast du Hunger auf einmal? Ja. Oh. Das müssen wir ja feiern. Aber wir waren ja schon auf der Suche, aber es hat sich irgendwie gerade zu der Parken dazwischen geschaltet. Ist die Kim auch mit der Hoch, oder was? Ja, das ist eine super Gehhilfe hier. Was gab es früher bei uns auch? Weiter noch einer rauchen? Wow.
So, meine Töchter sind halt richtige Jäger und Sammler. Dann haben wir ja ausgesorgt fürs Abendessen. Dann brauchen wir ja keine Nudeln mehr. Ja, beißt da jetzt mal einer zu? Das ist alles satt. Oh, viele Fischer! Wie hast du den da rausgekriegt, Ken? Hast du einfach rausgeholt, oder was? So ein Fischenshow. Guck mal, der will. Oh, jetzt stillhalten, ganz stillhalten. Guck, da kommen sie. Halt still. Guck mal, wir hätten das durch ein Brot zerlegen, ne? Was ist das? Da beißt da jetzt auch mal einer an oder irgendwas. Die werden alle nicht hängen im Haken. Ihr müsst Brot dran machen, da hinten, das schmeckt denen ganz toll, das Brot. Knappern aber schon, das sind bloß zu klein dafür. Knappern, ja. Sani ist noch. Sani, hatte da einen Fisch? Fisch? Hol mal raus, Sani, zeig uns mal. Oh, danke. Hier, gib ihn mit dich. Ich dachte schon, ihr seid in der Wildnis und fangt Fische. Da hängt einer im Magen. Ich glaube, die Joa erschlägt die Fische lieber. Die riechen das alle. Da ist nichts mehr dran, oder? Doch, das weiter. Ja, aber. Ja, halt. Aber nach bei Kim rum, ne? Aber irgendwie gibt keiner in den Haken rein. Ist es groß. Kim hat den Fisch gefunden. Wie hast du denn rausgekriegt? Einfach so gar nicht. Einfach rausgezogen. Ich hab keinen Köter mehr. Kein Köter mehr. Kein Köter. Muss mal noch einen Hund ranbinden. Komm her, bitte sie mal drauf. Ich will ja auch. Oh, jetzt hat was. Nein. Mama wollte ja ein Bild von mir rein. Nein, nein, nein. Ich hab schon eine Jacke. Ja, warte.
anfassen. Fallen wir raus. Oh Mädels, wir sind fast schon zu Hause. Lächelt mal. Nein, das ist die Tür, dann fallen wir raus. Guck mal da, ein Blatt mit Wasser. Da, da, da. Ach, das war so genau. Ja, ich war gestern, genau. Ja, habe ich irgendwann mal was gesagt von wegen nicht viel los in der Stadt, von wegen Autos und so? Sind die zurück? Wer soll zu spät? Oh, nee, der hat schon zu bei mir kommen. Wir haben heute früh verschlafen, aber alles viel später als sonst. Schönes Auto. Vielleicht stellen wir uns doch mal einen Wecker morgen früh, ne? Ja, drei, halb, drei, vier, neun. Der wird auch nicht mehr so lange auf. Wir können uns mal die Sushi-Karte unten im Hotel holen. Aha. Also man muss da nicht das Buffet essen, weißt du, man kann auch per Karte essen. Da gibt es auch für die Kiddies normales Essen. Es gibt ganz viel Nudeln und es gibt auch Sushi extra. Andrea war schon mal dort essen, also ich sag's wirklich. Nee, also. Müssen wir nicht sehen, dass wir dann? Jo. Schönes Auto. Das Gefühl, er macht einen U-Turn. Ja. Oh. Hätten wir besser die Bahn genommen. Mit dem Metro nehmen können. Dann nehmen wir die Finger von der Tür weg, sonst kann ich sie echt gebrauchen mit dir. Nee. Und dann habt ihr euch verletzt. Ja. Wasser. Da ist das Wasser. Mein Turm, doch mein Turm. Ist der Turm höher als das Haus? Wasser. Wir sind mal gestern rausgekommen. Auto. Ich hab die Fehler. Was? Tu sie bitte da rein und sie da rein. Aber ich muss jetzt auch Auto? Ja? Ich auch noch nicht. Ein Rumgeruppe hier. So sinnlos, davon dreht sich auch nicht schneller. Und was ist da? Ich hab's noch nicht gesehen. Das ist eine Überraschung. Ich hab's noch nicht gesehen. Ja, der Papa hat alles auf Bild. Papa hat mir das selber auf. Ich hab alles.
Mama, wo ist mein Hai? Kannst du den Film wieder löschen? Dann habe ich meine Jacke. Was? Kannst du ihn wieder löschen, den Film? Löscht wird gelöscht. Och Mann. Oh, spielen wir dir in 100 Jahren noch vor. Nein. Nee, es ist schon vorbei, das Rathaus. Oh Mann, wie fair ist das, ich schlafen kann. Aber das ist auch alles hier, alles bestimmt große Verwaltungsgebäude. Ne? Das ist mein Bippel. Ich hoffe, nicht weiß, was da dran steht. Das ist mein Bippel los. Bevor ich nenne, da habt ihr einen Einöder in den Park. Hm? Kam mir echt, kam mir ein Ebay-Bus entgegen. Echt? Hm. Da war ich bedient. ebay.com.cn Schönes Auto, gell? Haben die kein eigenes Ziel? Hm? Das hat sich so eingebürgert, weißt du? Also .cn ist ja die Endung. Ja, klar. Geht bestimmt auch ohne kommen. Aber klingt halt auch besser, ne? Hey, vielleicht fahren wir jetzt diese dicke, fette Brücke lang, du weißt du das? Ja. Hast du noch so eine Videokamera dabei? Ja, eine Tikun Garmin. Hast du die hier auch im Rucksack? Nee. Hey, hey, hey. Schon voll? Nee. Ich hab mich nicht gefreut. Ist er das hier schon? Oh ja, da ist er schon. Holla, hier. Das sieht ja voll doof aus. Boah, das halte ich auf, dann nehmen wir das alles auf hier. Das sieht aus wie ein normaler Zug von hier. Vielleicht ist es das ja auch. Die Richtung. Ist da vorne die IP oder was? Wahrscheinlich. Rein mit dir. Fensterplatz. Ja, los, rein hier. Ich überlege noch. Welche Richtung fährt denn der Eck? Ich würde sagen, und die? Ja, würde ich sagen, ja. Dann muss ich mich da drüber setzen. Aber andererseits, ne, was soll man das sehen? Auf jeden Fall würde ich nicht in West schon. Die falsche Richtung. So. Welche fährt denn der raus? Da. Doch. Nein, schon. Jetzt gehen wir hier hin. Setz hier ein Fenster um. Warte mal, wir sind aber jetzt falsch rumgekommen. Komm zu mir. Ist ja egal. Da kann man sehen, wie wir rumgekommen sind. Komm zu mir. Was soll das? Oma! Oma! Ach, Joe, jetzt lass dich mal einmal in Ruhe. Zicken darüber. Guck mal, die haben schöne Überzüge, ne? Das ist gute Polsterung auf dem Blick. Ah, da haben wir eine Geschwindigkeitsanzeige. Das ist sehr schön. Gute Mama. So sie. Nimmst du mal die Kamera? Nein. Ich soll ein paar Bilder schon machen. Genau, von der Geschwindigkeitsanzeige. Genau. Oh, bei 420. Ja? Papa. Null. Papa. Was denn, Joe? Ja, schönes Gucken. Kann losgehen. Next Train, 12.40. Und dann geht's los. 12.40? Dann geht's los, Papa. Wenn's losgeht. Mama, guck mal. Kopf hoch. Mama, oben drüber nochmal. Gleich geht's los. Was? Ja. Geht das oh nicht mein. In den Fahrmodus? Komm hier auf meinen Schoß. Seid ihr, komm hier zu mir als Fenster. Und wann kommen die? Und wann kommen wir los? Wir fahren dann auch gleich los. Warum in der Zukunft? Warum muss man das? Das war Nummer 2.
sich auf den Stuhl setzen. Ja, da muss man sich auf den Stuhl setzen, weil der ganz schnell fährt. Die steigen jetzt alle aus und springen in den anderen rein. Das halten sie bestimmt auf. Na los geht's. Das war schon ganz schön gepackt. Komm mit, bitte, ich steig ab jetzt. Einstecken da, einsteigen. Das ist nicht schlecht, ne? Das machen sie in der U-Bahn und alle in der U-Bahn nicht. Das ist mal wieder, das ist das, ne? Also nicht da einsteigen, dann wird aussteigen. Nein! Na, auf jeden Fall haben sie Eingänge und Ausgänge sind die ganzen. Und wenn du reinläufst, an einem bestimmten Eingang, dann läufst du schon automatisch geradeaus auf die Rolltreppe zu. Und die anderen kommen im Prinzip hinter dir hoch. Jetzt geht's raus! Die Assistenten sollen sich fest in den Zug machen, steht da. Wollen wir mal den Zug gehen? Ja. So sind wir gut. Und es fällt los. Auf die Sekunde. Man geht es nämlich schneller. Oh, schon 10 Sachen. Schon sauschnell. Oh, ist das aufregend. Ich weiß nicht. Ah? Riech mal raus. Ah ja. Jetzt mal Autos in Bezug zu haben.
Foto. 431. Weißt du wirklich, das sah das Flughafengebäude war direkt am Strand. Ja, ich auch. Das, geil, das muss ja richtig schön aussehen. Denn. Deswegen sind 180 Sachen hat das noch drauf, ja. Das kann überhaupt nicht so vor. Das kann ja wohl nicht sein. Ist er da schon? Oh, jetzt gehen wir auf der Aussichtsplattform. Klar, ist er doch. Unser Flugzeug. Das hätten wir ja wirklich. Schön mitfahren können. Wir gehen erstmal eine Runde raus, ja. 20 Minuten fährt er wieder zurück. Oh, Dummer, das ist schon voll hier. Wahrscheinlich muss die Karte durchziehen. Extrem voll. Das ist auch gut so, dass die das zu würdigen müssen, was sie eigentlich haben. Gib mir mal einen Rucksack zu. Die ganzen Chinesen an der Arbeit sind noch nicht da weggefahren. Mecken, schnellste Maus in Mexiko. Das war noch nicht mal 8 Minuten jetzt, ne? Ist das euer Wagen? Ja. Ich würde gerne.
Wie soll ich das jetzt hier so? Hey, stand up! Look at yourself, Mom. Du bist ein Aktionär. Muss mitkommen. Die meint so sie. Komm her, Joe! Podium. Oma, fahren wir raus mit da. Oma, Michi. Oma, fahren wir raus. Ja, ist noch nicht zu dunkel. Noch ein Kuh. Oma, fahren wir nochmal mit. Oma, fahren wir nochmal mit. Oma, mein Dach. Okay, kidding you guys. So geil. Geht alle durch. Ist aber auch schön. Ist wirklich schön. Und es geht los. Weg? So, Kenneth, das war er. Und wir schauen aufs Meer, aufs chinesische Meer. Ich würde Pazifik sagen, aber stimmt wahrscheinlich nicht ganz. Und jetzt haben wir wieder zurück in die Stadt. Mm.
Endrennen vor VIP-Ticket-Holder. Wir rahmen alle ein zu Hause. Alle 10, 100, 20, 1000 Stück. Ist gut besucht. Es ist wirklich voll. Also nicht knacke voll, aber es ist. Ist gut besucht. Geh mal ein bisschen rüber. Du bist voll. Hier wurde die Konstanz gehalten. Machen wir was Schönes. Jetzt weg, so bleiben. Wenn man sieht, dein Anorak, der macht das alles. Da rote Fenster. Geh mal ein bisschen rüber, bitte eins. Oh. Soll denn nicht. In 8 Minuten rennen, richtig. Dear passengers, welcome to take our Maglev train. The destination is Longyang Road Station. Shanghai Maglev demonstration line begins at Longyang Road Station in the west and ends at Pudong International Airport in the east. The main track is 30 km. Wish you a good journey. Und Flieger? Oh geil! Oh geil! Oh fuck you! Ist das cool! Oh! Entschuldigung, sagte mir jetzt.
scheiß Wetter heute. Bei schönem Sonnenschein sieht es viel besser aus. Dear passengers, we are now at Longyang Road Station. Please don't forget your belongings. Welcome to take our maglev train again. Thank you. Das war's.
Straße hinten, das sind die Fahrstühle. Das ist die Rezeption. Wow. Das hier, das ist die Bar. Da waren wir schon alle einmal zusammen drin. Wo eine Liveband drin ist. Nun werden wir mal alle zusammen hier hochfahren und werden uns mal unser Zimmer angucken. Und oben die 24. Aber dort gibt es keine Fenster zum Untergucken. Also werden wir alle zusammen nur in die 23 fahren. Jetzt fahren wir alle zusammen hier hoch in die 23. Nachher werden wir dann noch in die 16 fahren und werden uns unser Zimmer zusammen angucken. Das ist erst jetzt 12. Wir müssen erst noch in die 23. Also werde ich jetzt erstmal die Tür zudrücken. Jetzt heißt es aussteigen, die 23. Das ist die 23, so hoch ist unser Hotel. Das da unten, da werden Samstag manchmal ein paar Feste gefeiert. Nun werden wir wieder ein paar wieder runterfahren in die 16 zu unserem Hotel, zu unserem Zimmer. So. Nun werden wir heute alle zusammen in unser Zimmer gehen und werden schauen, wie unordentlich alles aufgeräumt ist. Ob die Sani und alle immer rumtoben, das war ja klar. Wir sind da. Und von der 16 ist das so hoch. Und da werden wir jetzt auch nochmal alle zusammen runtergucken. Ich muss noch ein bisschen weiter vorgehen, damit wir auch alle zusammen sehr, sehr schön runtergucken können. So hoch ist das 116. Die Fahrstühle gehen bis zur 24. Vorhin waren wir aber nur in der 23. An der 24 kann man nicht von oben runter gucken. Das sind keine Zimmer mehr. Das da hinten, das letzte Zimmer, das ist unseres. Und jetzt müssen wir noch klingeln, damit wir in das Zimmer hineinkommen.
Hi Kimi, die nimmt ja gar nicht auf die Kamera. Doch. Nee, da leuchtet kein roter Punkt. Doch. Dann guck du mal. Och Mann, du bist gemein, Mama. Hallo. Hallo. Guck, guck. Und, was gut? Was Neues gefunden? Unseren Blick aus dem Fenster noch. Ja, und das schlafen wir gleich noch. Das ist der Blick aus dem Fenster. Genau. Den weißen Platten. Da schläft die Kim. Geguckt und hat Hallo gesagt. Nee. Reicht das? Kannst du jetzt auf Stopp drücken? Na, zum Beat. Oh, cool. Okay, Shanghai bei Nacht. Der Fernsehturm ist leider im Nebel versunken. Meine Kinder. Ich habe gerade ein ganz cooles Bild gemacht. Nee, ich bin noch als hier. Ich weiß. Er hat auch in deine Richtung fotografiert. Warte. Wo sind meine Kinder? Eins. Ja, die sind eins. Zwei. Michi, bringst du bitte den Wagen damit oder das Fenster? Warte, ich gucke, ob es auch ist. Du hast jetzt auch gejagt. Hier zwei Strandpromenaden. Mama, warum kann man auf die Ecke setzen? Nein. Warum nicht? Weil es da runter geht. Ja, guck halt mal. Hi, Joe. Hi, Mami. Schippe. Joe. Kim läuft nicht weg. Aber ich glaube, bleibt hier stehen. Das mache ich jetzt auch mal ein Video. Umsetzen. Guck mal, einen tollen Schiff an. Bleibt hier sitzen. Bleib hier stehen. Ein Strand. Ja, guck mal, das Schiff. So hoch hier. Was? In welcher Jahreszeit ist das hoch, dass die Promenade so hoch liegt? So lange wohne ich noch nicht hier, weiß ich nicht. Nee, ja. Ja, das sieht aber nass aus. Vielleicht wenn Ebbe und Flut ist vom Meer her. Kann das sein, ist gleich ja. Am Meer, dass es ein bisschen reinspült. Kann das sein, ja. Mama, weil das ist doch nass, guck mal, das ist nicht Mama, vielleicht auch, wenn die Regenzeit ist, dass das ganze Wasser von dem Yangtze kommt. Schwallweise kommt. Ja, das ist das Delta, ein kleiner von drei. Von drei, ne? Was ist das, was da liegt? Das Müll? Ja, das ist schickes Boot, der, ne? Das habe ich gerade schon tagsüber. Aber ich bin größer. Das ist voller Leute. Nee. Das habe ich schon. Das Blaue dahinter habe ich noch nicht. Nein, nein. Bewegt sich. Oh, hier das blaue Schiff. Nein. Aber die fahren doch alle so und nicht so. Wo soll denn das hier anlegen? Nein. Wir nehmen wir noch. Das stimmt schon. Mama. Das ist ausgestampft. Mama.
Susi, komm her, die will immer da drüben. Ist der Angst für mich? Mama! Nicht bewegen. Mama! Also mit dir? Ja, dann Mama. Soll ich machen? Du musst Mama rein. Sunny! Hallo! Hallo! Sunny, geh zu Oma! Ich spiele die ganze Zeit schon mit uns. Nein, geh zu Oma! Alle ob. Filmst du noch? Ja, ich filme noch. Okay, soll ich nehmen? Warte. Hallo Schlenzo, willkommen in Shanghai. Muss mich auch mal grüßen. Danke. Und die Joey ist leider müde, aber heute war sie ganz lieb und hat ganz viele Nudeln gegessen. Von der Susi und der Andrea. Ja. Hey, da ist ein Schild im Hintergrund. Und lachen, ihr Mädels. Ist okay, Kind. Sieht gut aus. Leuchtet, ne? Nee, über ihrem Stuhl. Ey, das ist echt schön. Gell, das ist gut. Ja, ich hab auch Hose hier. Ja. Der Molk da drüben wollte fast aus seinem Kümpel springen, ne? Es ist Mittag am Ostersonntag 2005 und wir sind gerade erst aufgestanden und zum People's Square in Shanghai gelaufen und alle sind noch halbwegs müde und das Wetter ist auch nicht so berauschend, aber das Ganze sieht bei Sonnenschein bestimmt noch viel, viel besser aus. Kimi bringt uns jetzt Glück. Nee. Gib her. Es wird angezündet, dann riecht es gut.
Ja, ich habe. Richtig gut? Ich sehe da noch gar nichts. Ja, das ist heißer, okay? Das wird gleich besser. Echt? Quatsch. Ach, Keks. Bitte. Okay. Halt's fest, Kimi. Okay. Blüht. Musst du festhalten. Ist heilig. Dann beten die alle hier oben in die Richtung. Stehen die alle da, haben die Augen zu und wünschen sich was. Augen zu. Dann halt's noch mal hier kurz richtig in das Feuer rein und dann legen wir es dahin. Und dann brennt es für dich ab. Na, du musst es auseinander machen. Dann machen die alle auseinander, Mama. Wir machen die alle auseinander. Na, dann halt du mal die Kamera, ich mach's auseinander. Hallo. Auseinander machen. Ist abgebrochen. Das ist doch zu viel. Einen guten Heimflug. Ich glaube, du musst jetzt auskühlen. Sie gehen alleine auskühlen. Da sind wir. Okay, komm mit. So. Und die Sani verschläft den heiligen Ort. Die Chori hat gerade mit dem Buddha da drin. Okay, gehen wir gleich hin. Was? Ich versuche uns oben reinzutreffen. Netto, hast du dir was gewünscht?
Ich würde sagen, der stand bestimmt zuerst. Und die Treppe hier ist auch nicht original. Nee. Hier fallen die Trapeter wahrscheinlich in ganz der Jugendfrau. Mitten drin. Die Wohnungen. Wow. Oh lala. Die sind dann direkt umgezogen und die hinten. Die sind eher noch bewohnt. Ich glaube, das kommt gar nicht so rüber hier drauf. Porträt, Nachtlandschaft. Du gerade hochgezoomt, bist aus dem Bild gesprungen. Also. Okay. Hierfür bauen die Chinesen den großen Staudamm. Oben nach oben muss so viel und dann richtig cool runter fotografieren von dir. Da könntest du umklären auf dem Geländer, ne? Und also auf der anderen Seite rein da, ne? Oder? Ja? Da, oben, da war so ein Überplatz. Sehr ehrlich. Da war so eine Straße oben drüber und da war ein Schlauch und ein Geländer von dem Ausbau. Ja, kannst du. Regisseurwechsel. Tag. 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 Wir sind heute, mal lassen mich gucken. Siehst du auch schon? 16 Grad. Blutziehermanden, bist du wahnsinnig? Krügerrand, diesen Weg, aus Südafrika, mit unseren kinderlosen. Du, aber haben indische Qualität nicht so wieder aufgenommen. Ja, ganz genau. Wo ist Schereischild? Ja, nimm mal kurz durch. Sehr aufmerksam. Das Shanghai Souvenir Shopping Center. Wir können auf den Kölster hochgehen, da sind Leute oben drauf. Sieht einigermaßen scharf aus, ne? Ja, jetzt hab ich weiß, dass ich scharf bin, das muss ich denen doch sagen. Ne? Habt ihr das gehört? Das scheiß Ding nimmt Ton auf, ne? Wenn du extra nachfragst. Und zwar super Ton. Was wolltest du? Was? Das ist doch was, wirklich in meinem Leben. Na klar, dieses kleine rote Schmierzeug da. Dieses Wegelfen. Können Sie auch Ihr japanisches Heilfeld so sehen? Nein, das ist ja nicht mehr. Du hast Hunger. So, lassen wir uns jetzt fotografieren. Okay. Ich will so lange fotografieren. Was? Okay. Hier, mach mal hier Bilder, hier ist World Famous für die Postkarten. Na super. Effektiv oder irgendwas? Weiß nicht. Na nur hier. Das Schild, wo wir sind. McDonald's. Echt? Ja. Ja, besser kriegen wir.
Okay, auf drei. Eins, zwei. Oder. Eigentlich besser vorgestellt, aber. Ja, ich dachte, ich bin mal so ein Schneider, aber zumindest ist es erstmal schade. Sind meine Finger noch drauf oder nicht? Ja, ich denke ja. Ach, sie hat es gerade fotografiert und dann hat sie so gemacht. Ach, Vorsicht! Da haben irgendwo Chinesen auf dem Baum sein. Oh, wir stehen auf der Straße. Endlich mal ein richtiges chinesisches Haus. Genau. Aber ich finde es fast schön. Also ich finde es hier nicht wieder drüben, aber so schön hier. Es ist toll, es ist wirklich toll. Beim lebt man die Form, das hat man gestern entlang, ne? Vor Leuten gar nicht gesehen, diese ganzen Dachdächer da oben. Bei Tag kommt die Form auch gar nicht so raus, wenn sie miteinander reingeht. So weit, ja. Stimmt, es ist echt schick. So rot mit so riesen Fall. Ich packe aber echt alles so ein hier. Ja.
Das können wir doch für eure Kinder machen, da im Painting. Was? Was ist das denn? Zimmerhängen. Bringt das Glück? Macht das nicht happy? Diese Richtung. In der lang, ne? Gibt's hier Marionetten? Guck an. Musik, Balalaika. Ach so, das haben wir alles schon aus. Ja. Ja. Aus Japan sind die besten, die sind auch einfach ein blasse Dinger. Fächer. Habt ihr die etwa noch? Na klar. Das geht ja nicht kaputt. So, Tapetenwechsel. Holla. Das haben sie drauf, ey. Und hier gibt es den besten Tee in China. Das ist aber schön. Dann sind nur einzeln gestellt. Yes, sir. Moment. Hier so, von hier darüber. Warm. Warm. Das ist von vorn hören. Was ist denn der Zucker? Was ist das hier? Schmeiß mal was da rein. Das sind die Snacks. Das ist auch krabbelig, muss man kurz dieses Folie anfassen. Fass mal die Tüte hier noch an. Das ist alles das. Krabbelig. Geh mal weg, ich will mal den Gerd filmen. Was ist das hier drin? Ich meine so. Weiß nicht. Nein, noch nicht. Okay. Oh, das ist glaube ich ein Zucker. Oh. Und der Chef war auch schon da. What the heck? Reiß mal ein Stück ab. Sieht aus wie ein Marshmallow. Ich glaube nicht, dass die hier was sind. Chef, wir geben uns mal eine Einweisung. Ihr habt es jetzt gegessen, ne? Jetzt war die Knete für die Ohren. Komm, relaxen. Schmeckt von der Bakterie weg. Ja? Also das ist so wie... Ich kann es auch noch mal. Ich bin mir nicht bei dem. Das sieht aus wie schimmelige Eier. Oh. Das ist eine Pflanze. Nein. Gummibärchen? Seetan. Was filmst du eigentlich? Das schmeckt wie Seetang, ja. Oh, lecker. Nee. Nimm mal der Oma mit. Dann kann die Mama das auch mal probieren. Das ist eine Pflaume wahrscheinlich. Nee, ich bleibe vom Acker. Ach, das schmeckt wie dieses grüne Tee-Zeug, ja. Das grüne Tee? Das Eisfell hat auch nicht geschmeckt. Grüner Tee? Oh, ja. Das ist nichts Schlimmes, das ist die Gummibärchen. Das schmeckt genauso. Mama, irgendwas. Grüner Tee soll ja anscheinend mehr Koffein haben als Espresso, ne? Ich vertrag ihn auch nicht, da gibt schon eine Zähne von. Oh, Leila. Nicht anlegen, komm, ich halt dich. Und zwar richtig große. Also ja. Auf die Knie. Kann man ihn jetzt erhalten, Papa? Ja, nicht läuft sich nicht. Er kommt, der weiß doch, dass man hier so. Kick, kick. Ah, okay, toll. Geh mir aus dem Weg. Auf ein. Und schon, Sani, runter, runter, runter.
runter. Fels. Guck. Fischi. Chiki. Guck mal, da ist ein ganz komischer Fisch. Mit roter. Mit schwarzen Punkten. Ein Rotfisch. Und da ist auch einer mit ganz schwarzen und orangen Punkten. Siehst du den? Ja. Will ich haben. Ich auch. Hier kann man gut angehen. Aber hier kann man. Du musst mal wieder abnehmen. Ja, wer hat denn da drauf geschluckt? Ich nicht. Und hier, da ist ein ganz grauer mit schwarzen Punkten. Ja. Was soll das? Der hat ihn in der Hand gehabt. Bleib mal bitte beim Wagen stehen, Kim. Ich gehe noch mal gucken, okay? Ich komme gleich. Hast du den Teddy, Papa? Habt ihr den Teddy? Nein. Du hast ihn? Gib mir mal bitte, sie sucht ihn. Dankeschön. Jimmy, du rennst bitte hier nicht alleine rum. Ja. Du rennst hier nirgendwo alleine hin, ja. Und geht jetzt Andrea nochmal hin? Bleib mal bitte am Wagen stehen. Wir haben ihn, der Opa hat ihn gehabt. Schöne Blumen, ne, natürlich. Ach, ich fasse dich doch nur an der Jacke an. Zähne zeigen. Danke. Gut, soll die Mama. Hallo, Sani! Weiter geht's! Chinese Painting! Ach du, grüne Neune, mach lila. Eine schlafende Folklore-Gruppe. Haben wir das Dancing verpasst? Zum Fotografieren, setz mal daneben. Cheaper, cheaper. Kommt gleich. Ja. Da, Papa. Wie getan? Da ran, ne, ach Quatsch. Da haben wir nach vorne geguckt. Hier. Nee, Karambolage. Frag ihn mal, wo die Oma ist. Fischi, Fischi. Ja, fahren aus, ja. Glückstempel.
con una vestido, uno vestido de emperador y emperatriz y hace fotografía. Pero vamos, ya no, mejor que ustedes quedan fuera. Wink mal! Sani bändigt den Löwen! Also da sind die nicht lang, da hinten ist nämlich Enderjende. Ach so, bitte? Da habe ich sie nur gesehen. Da haben sie hier gestanden. Das sind sie bestimmt hier vor, gehen wir da lang. Hoppla, das geht nicht. Okay, danke. Ich schwimme nochmal schnell hier runter. Das kann gut sein. Danika? Du wirst so nichts im Sitzen. Hallo Sani. Gestern haben wir gerade angezogen, die frische Wind ins Schlafanzug, dann hat sie sich hinter der Gardine versteckt. Und dann kam sie wieder nach mir gerochen. Immer so. Das ist immer so. Hinterm Vorhang. Ja, unterm Tisch, ganz gerne. Langsam! Sani. Da lang, da lang. Nein, hier sind die Fischi. Komm mit, hier sind die Fischi. Da läuft irgendwie Wasser runter, normalerweise. Das ist eine Jahrtausende alte. Nee, da kann man nicht drauf. Da fällst du. Wenn du mir ausrutschst, bist du weg. Ich weiß nicht, haben sie jetzt die Kim vergessen? Ist nicht. Doch, hier springt sie. War schon hinter dir. Bleiben hier, so gucken. Siehst du sie? Hier sofort. Bilderkreuzung. Toll, toll, toll. Da ist man extra so aufmerksam und dann tut schon wieder so. Was? Genau dahin, Kim. Lächeln! Gut. Komm mit! Was ist denn das? Eine Höhle? Ich glaube, sie kommen jetzt alle gar nicht hier lang. Nicht? Ich nehme auf, ja. Ja.
Big Brother is watching you. Haben die so einen schönen Garten? Stellen sie für die doofe weiße Wand. Ja. Die dreckige weiße Wand. Ich meine, so. Die hat eine Jacke an. Die ist mit, ausgehandelt. Die ist mit Michi. Da lang. Das ist hier geschützt. Das ist hier nicht. Ja, es ist auch warm hier in der Sonne schon, ne? Ja? Ah ja, die leckeren, die man wahrscheinlich essen kann. Och, wer ist denn da? Guck. Da drüben war die natürliche Badewanne dieser komischen... Schwimming. Okay. Ein Haus, ne? Der Hammer. Das ist die Badewanne? Guck mal, hier ist gar kein Rand. Ja. Aber willst du reinspringen? Nein. Oh, die sind ja schick. Guck dir das an. Weil die Sonne so drauf scheint oben, sind die so schön. Ach, Kimi. Wolltest du doch gerade filmen. Meine Füße weg. Das ist ein Pool. Ja, nichts anderes. Mit einem schönen Klettersprungbaumturm hier. Schönes Häuschen haben sie hier hingebaut. Nicht so? Nein, nicht auf dem Schmalen. Sally! Okay. Nicht mehr lange. Da sind sie, ja. Guck, da sieht Mama. Oh Gott, Mama, geh du mal dort runter. Guck mal, die schönen Fische. Sally, guck. Komm mal her. Guck mal hier. Sag mal, da willst du hin. Wo die Mama ist. Ja, geh mich hoch, Sally. Sally nicht. Oh, mein, unten ist aber kein Rand. Können wir schneller hinterher springen. So, stehen bleiben. Ja. Du meine Güte. Hui. Deins? Hey. Ich kann nichts, kann ich nicht trinken. Der Strohhalm wie einer aufmachen. Ah. Hier? Weißt du, das Ding kann ich noch aufmachen? Ja. Ja? Ein Kochen. Mach das auf. Nein. Willst du kein Fisch wollen? Guck mal. Man, der sieht ganz lecker aus. Das ist ein Schokolade. Lecker. Nein. Ich glaube. Ich glaube, wenn der Mädchen, die so wird wieder leben. Nein. Ich glaube, wenn der Mädchen, die so wird wieder leben. Nein. Nein. Ja, das war gut.
Was hat mir da schickes? Karamell Macchiato, wie sie es gehört. Echt? Was hab ich schickes? Standard Cappuccino. Ja. Sehr ähnlich. Ist ja überhaupt nicht stylisch, sowas Standardiges für mich. Hey Sunny, hi Jo. Hier ist der Kakao. Die Kinder was kriegen? Nein. Okay, geht gleich weiter, dann film Kim noch ein bisschen. Das kann sie richtig gut. Hallo, hier ist Kim. Heute sind wir am... Und oben ist das Starbucks. Und hinten irgendwo... Uhu. Hinten bei den Bäumen. Dort ist der Fernsehturm. Wenn es nachts ist, dann leuchtet er immer bunt. Blau, manchmal gelb, manchmal grün, manchmal rot. So, nun wollen wir heute mal alle zusammen zum See gehen. Gleich an der Ecke dort ist hier ein McDonald's. Das ist eine Statue. Da stehen jetzt ganz viele Chinesen dabei. Ihr hört sie ja. Da sind sicher. Alles so. Wir haben wieder Fotos gemacht. Überall. Das ist schön. Das hier ist der See. Der große, weite See. Also zugleich, guck mal,
doch nicht gut. Machst du Kuchen? Ja. Da ist die Profi. Sehr schön. Das ist blöd, dass man nicht so nah hinkriegt. Kriegt man nicht so nah hin? Nein, zoom mal gleich das nächste Mal. Weißt du? Kannst ranzoomen. Halt mal ganz still. China. Nein, das ist das. Ich wollte mal eine Stelltafel vorhin da vorne und den hier eben die Schubwand vorne mal machen. Wo? Da hinten nicht. Da vorne ist die Schubwand. Ja, und deswegen ist das Schubwand. Jetzt werden wir nochmal die chinesische Schrift angucken. Das ist keine chinesische Schrift, das ist arabische Schrift, mein Kind. Was? Das ist nach der Tang gemacht. Papa, wo hast du es nach Tang gemacht? Ich bin nachher. Ich bin nachher. Mach nochmal den Fernseher mit drauf, Honey. Hab ich schon. Dann erzähl eine Story und dann mach's aus. Einmal mal. Ja.